Ein Sieg trennt die deutsche Nationalmannschaft von ihrem vierten WM-Titel. Thomas Müller hat mit bisher 5 Toren großen Anteil daran. Der 24-Jährige ist auf dem besten Weg, seinen goldenen Schuh von Südafrika erfolgreich zu verteidigen. Nur der kolumbianische Shootingstar James liegt mit 6 Toren noch vor ihm. Dabei hatte Müller vor Beginn der Endrunde noch tief gestapelt. Für mich persönlich geht es natürlich darum, unterbewusst einen Titel zu verteidigen als Torschützenkönig. Ich weiß zwar auch mit genügend Selbsteinschätzung, dass das nicht unbedingt sehr realistisch ist, weil es hat noch keiner, glaube ich, geschafft. Und da waren durchaus ein paar grandiose Torjäger am Start. Aber ich werde mein Bestes geben und vielleicht kann ich ja der Mannschaft mit dem ein oder anderen Törchen helfen. Das ein oder andere Törchen, eine Untertreibung. Bei seinen 2 WM-Turnieren hat Müller bislang insgesamt 10 Tore erzielt. Selbst der neue Rekordhalter Miroslav Klose mit 16 Treffern kommt da in Sichtweite. Doch es zeichnet den stets rackernden und hilfsbereiten Müller aus, dass er den persönlichen Erfolg hinten anstellt. Wir wollen erfolgreich Fußball spielen. Wenn es dann auch gut für mich läuft, dann ist es okay. Wenn die Torschützenliste bis zum letzten Spiel dann noch irgendwie eine Bedeutung hätte, dann will ich das natürlich auch attackieren. Aber es ist jetzt hier nicht mein Hauptziel. Den goldenen Schuh, den habe ich schon vor 4 Jahren bekommen. Ich weiß nicht, was ich jetzt von dem zweiten goldenen Schuh hätte. Müller lebt den von Bundestrainer Jogi Löw geforderten Teamgeist mit der ihm eigenen Lockerheit vor. Mit einem Tor im Endspiel am Sonntag gegen Argentinien könnte er zu einem möglichen 4. WM-Titel beitragen und nebenbei ein weiteres Kapitel seiner eigenen Erfolgsgeschichte schreiben.